mit der Selbsterfahrung, der Unterscheidung zwischen Bewusstseinsformaten im Wachbewusstsein, im luziden Tagträumen und im Traum bin ich noch nicht weitergekommen, weil dieses verdammte Real auch im Retirement, im Zurückgezogensein nicht in Frieden lässt, sondern immer wieder einholt. Jetzt haben sie hier praktisch eine Ausgangssperre verfügt. Das Witzige ist, jetzt wird sich in einer, zwei Wochen zeigen, ob das logarithmisch weitergeht oder ob die Kurve sich abflacht. Also ob Wodarg recht hat, der das als bislang normale Epidemie entsprechend einer Influenza sieht, mit mehr oder weniger Hervortun der Virologen und natürlich entsprechenden Folgekonsequenzen durch die Entscheidungen der Politik, sodass man sich fragen kann, was dahinter steckt, ob sie jetzt die große Rezession einleiten oder ob das eben abflachen wird. Natürlich ist diese Behauptung der Virologen, die Empfehlung, jetzt diese ausgeprägte Kontaktsperre aufrechtzuerhalten, nie falsch, denn im einen Falle können Sie dann behaupten, aha, die lineare und nicht logarithmische Weiterverbreitung beruht auf dieser Maßnahme. Und wenn es dann doch anders kommt, dann hat selbst diese Sache nichts genutzt, was die Virologen ja eigentlich zugestehen, dass sich da alle infizieren werden müssen und so adjuvante Kontaktsperren kaum geeignet sein können, die Kurve dergestalt zu verlangsamen, höchstens, dass das von Log 3 auf Log 2 fällt, um das angeblich überlastete Gesundheitswesen nicht zu gefährden. Das wird im Falle einer Epidemie sowieso überlastet sein. Aber sei es drum, wir wollen da gar nicht spekulieren. Für uns ist es nett, dass wir den Strand für uns ganz alleine haben und uns wie zu Zeiten der Cholera oder der Pest oder in Florenz zu Zeiten des Decamerone fühlen dürfen, des Boccaccio. Denn alle haben sie Angst vor dieser Strafe von 150 Euro, wenn man sich unrechtmäßig unterwegs zeigt. Eine der erlaubten Möglichkeiten scheint jedoch zu sein, kurze Übungen alleine am Strand oder in der Nähe des Hauses, was immer das auch bedeuten mag.